vor allen Dingen in jenen Ländern, in denen diese Corona-Maßnahmen am Wirken sind, eingesetzt wurden, das Ausnahmeregime eingesetzt wurden. In anderen Ländern ist das ja nicht der Fall. Aber dort, wo Demokratiebewegungen sich erhoben haben und sich heute versammeln, dorthin senden wir einen herzlichen demokratischen Gruß hin. Wir sind mit diesen Leuten verbunden, so wie wir hier verbunden sind. Denn wir weisen diesen Zivilisationsbruch, dieses Ausnahmeregime zurück, und zwar entschieden, whatever it takes. Wir werden über unsere Zukunft selbst entscheiden, so wie alle anderen Demokraten auf dem Planeten über ihre Zukunft auch selber entscheiden werden. Wir brauchen keine Ratschläge von Leuten, die sich selbst ermächtigen. Wir sind selbst ermächtigt. Das macht uns zu einer Demokratie. Nicht Leute, die den Begriff der Demokratie im Munde führen und in Wahrheit ganz andere Absichten hegen. Wir bestimmen selbst über unsere Zukunft und insofern werden wir uns auch unser Land zurückholen. Und wenn das, was wir nun bald seit einem Jahr erleben müssen, das ist, wohin uns die Amerikaner oder ein Teil des US-amerikanischen Imperiums führen wollte, dann muss man an der Stelle bei aller Freundschaft und allen guten Dingen, die man auch über die Vereinigten Staaten von Amerika sagen muss, no, thank you, Americans, piss off, go home, wir machen das hier alleine. Was hier zusammengerührt wird, sind die schlechtesten Eigenschaften sowohl des chinesischen Maoismus als auch des amerikanischen Kapitalismus. Wir nehmen gerne die besten Eigenschaften von beiden Seiten, aber nicht das Schlechteste, was hier zusammengerührt wird und unter dem Stichwort Corona als eine zivilisationsbrüchige, verfassungswidrige, menschenrechtswidrige Unverschämtheit uns präsentiert wird. Nein, vielen Dank. Und mit Klima- und Umweltschutz hat das schon mal überhaupt nichts zu tun. Eine neue Epoche beginnt so jedenfalls nicht. Abgelehnt. Nein. No. No. Jetzt. Tschüss.